willkommen zum neuen Video, meine Freunde. Ist dabei und der Maverick. Sein Bike F900R. Heute machen wir Kameratest. Wir haben ein neues Setup und zwar bauen wir das Hydra System von Tilta auf. Das ist ein Kamerasystem, was man außerhalb vom Auto anbringen kann und wo man quasi im Auto sitzen kann und die Kamera steuern kann. Das testen wir heute. Erst Fahrer außen für Kamera, ein bisschen Footage machen. Mev wird der Autofahrer sein, aber ich denke mal, wir wechseln uns zwischendurch auch ab, dass er auch mal steuern kann. Weil das Witzige daran ist nämlich, ich kann die Kamera mit meinem PS4-Controller steuern. Ja, und wie wir das machen, seht ihr jetzt gleich. Womit wir jetzt anfangen, ist eigentlich einmal das System rausholen. Das ist das Hydra-System. So heißt das. Verpackung sieht auch übernice aus. Hydra Alien. Dann hast du hier erstmal diese Mounts. Ich möchte heute gar nicht so großartig irgendwie erklären, wie das funktioniert und so, sondern es geht mehr um die Praxisanwendung. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir bauen jetzt alles auf und nehmen aber da die Zeit, weil mir ist wichtig, wie schnell man das am Set aufbauen kann. Deswegen stelle ich die Kamera jetzt einfach irgendwo hin und dann hauen wir einfach rein. Ich mache gleich einen Timer an und dann geht's los. Also bis gleich. Okay. 3, 2, 1. Wir haben 15 Minuten gebraucht. Das war jetzt das zweite Mal, dass wir es aufgebaut haben. Es geht auch viel schneller auf jeden Fall. Es geht, denke ich, auch viel schneller. Ja, wenn du einmal weißt, was du tun sollst, ja. Ich müsste einmal noch mal kurz kalibrieren und dann sind wir ready to go. Nee, PS4-Controller? Ist natürlich auch nicht, ja, voll geil, ne? Warte. Was ist das cool, Alter. Videospiele während der Fahrt, Alter. Funktioniert. Siehst du das? Ja, es läuft. Okay, alles klar. Gut. Oh, wie einfach das zu steuern ist, Digga. Das macht richtig Bock. Ja. Geil, Mann. Holy shit. Das ist so easy. Wie cool, Mann. Ohne Scheiß. Ja, ist so Next Level Rückfahrkamera, wirklich. Und das ist, als würde er im Auto hier ein Game zocken. Ja. Und sich über Headset mit irgendeinem Fahrer. Fahr rechts, fahr rechts. So ein Gamer, Alter, true. Nice. Okay, wir machen mal einen clean Shot hier. Das musst du fahren, genau. Alter, funktioniert mega gut. Ich will mal gerne gleich gucken, komm mal gleich nochmal nach. Ach, ich will mal gerne gucken, ob ich deine Kupplungshand sie bekomme. Und dann, ne, also das Kupplungshand, kannst du das. Einfach neben uns. Ja, 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 Mann, nice. Alter, mega. Ja. Boah, Alter. Ah ja, ich merk schon, okay. Oh, das geht, das geht. Das war 60. Das geht, das geht. Das geht, das geht. Das geht, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht. Bombardiert mit. Und jetzt geradeaus, die fallen direkt wieder runter. Versuch auch mit 70. Fahren hier runter? Ja. So, das ist jetzt der Chris. Mit dem Skoda. Das Coole ist, du kannst ja mit dem Kamerawagen auch spielen, ne? Perfekt. Digga, ist das entspannt, Alter. Jetzt ein bisschen höher. Das untere Drittel ungefähr mit Reifen. Junge, guck, das reicht halt nicht. Ne? Der macht manchmal die Micro-Moves nicht mit. Werf muss noch ein bisschen Feingefühl lernen. Ja. Ich muss sagen, aber die Höhe ist geil für die Scheinwerfer, weil das sieht richtig cool aus, wenn die so. Ja. Könntest du mit so einem guten Shot machen, der fährt richtig nah auf. Ja, und dann zieht er vorbei. Komm vorbei, komm vorbei, komm vorbei. Okay, jetzt fahr nochmal zurück. Junge! Jetzt habe ich. Warum sind wir gar nicht so schnell durchgefahren? Sorry. Nice. Hätte ich mal richtig diese Gehkräfte, Alter. Zu ja, aber das gehört dazu, das ist okay. Ja. Digga, ist das krass. Junge. Das ist ja mal heftig, wie gut das funktioniert. Ich mache gerade so ein bisschen Feinjustieren hier. Das sieht schon nice aus. Fahr mal ein bisschen weiter hinten. Ja, passt, passt. Wir fahren so weit, wie rechts geht. Boah, nice, Alter. Die Ausfahrt nochmal machen. Ja. Merkt ihr mal, fern dich kurz an. Nee, nee, ich meine Niklas. Okay. Ah, cool. Boah. Okay. So, kurzes Update. Wir haben die Kamera jetzt nach vorne gepackt, wie man sehen kann. Gesichert mit dem Spanngurt. Da natürlich für die Leute, die das auch benutzen, immer sichern. Denkt dran bitte. Gerade auch für die anderen Verkehrsteilnehmer. Ansonsten ist alles balanciert. Das ging jetzt relativ fix sogar mit dem Team. Jetzt wie ihr nach hinten raus.
So Leute, es wird jetzt so langsam dunkel. Wir haben das Setup jetzt so weit ausgetestet, wie es ging. Vorne auch. War sehr gut alles. Vorne ist ein bisschen zu jiggly. Also hier ist das Problem halt, dass das Blech von der Motorhaube ein bisschen zu viel Spiel hat. Und dadurch das Ganze hier, man sieht schon, hat sehr wackelt. Das ist halt ein bisschen Abfuck, aber sonst ist es eigentlich geil. Ja, gut. Okay, das war's Leute. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Keine Ahnung. Peace out.